Du greifst das Pferd an. Wo ist das Pferd? Das sind böse Dinger, die dich töten wollen. Du tötest das Pferd nicht. Hey. Was hättest du es tot gemacht, Mensch? Dafür gibt's keine Gnade. Hat ihr irgendwas Besonderes? Silberbogen? Drei Dietriche, das ist was Besonderes. Aber es wird niemals dafür reichen, da durchzukommen. Nee, das... Schon wieder habe ich vergessen. Ich glaube, mein Inneres möchte keine Dietriche haben. Nein, das machen wir gleich. Das müssen wir mal gleich erledigen. So. Ich weiß nicht, ob man so ein leichtes Klödern im Hintergrund hört. Es regnet nämlich gerade und dann prallt das so auf die Scheiben. Abgeschlossen? Nö. Oga. Oh, die sind nicht gerade einfach. Und ich habe nicht abgespeichert. Wilder Oga. Ach ja, Schaden reflektieren. Ne, jetzt speichern wir mal ein bisschen ab, dass... Ach ja, sterben wir hier noch? Da hinten war noch einer, aber wir... Den können wir da lassen, wo er ist. Hui. Hui. Das nehmen wir natürlich mit. Ja. Es ist woanders eine Tür aufgegangen. Ich schätze mal, auf der Seite hörte sich das so an. Aber da war ja noch ein Oger. Und er hat uns gehört. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Waffe. Dann haben wir eine viel höhere Reichweite und auch machen mehr Schaden. Damit schlagen wir ihn viel weiter nach hinten und er kommt gar nicht dazu, uns eine drauf zu geben. Und wir sind aber, glaube ich, auch langsamer damit. Wir müssen total in die andere Richtung. Na toll. Aua. Die wiegen ganz schön was, die Ogerzähne. Das sind bestimmt so riesengroße Hauer. Da ist noch ein Trutrüchen. Okay. Oh, ich glaube, wir sind sogar richtig. So ziemlich. Auf jeden Fall sind wir auf dem richtigen Weg. Hier, das ist bestimmt das Tor, was wir aufgemacht haben. Irgendwo hier. Da müssen wir durch. Ja, warum nicht? Hier runter, darauf und schon. Ich habe den Stein von St. Alessian Septor gefunden. Sedors. Wie komme ich auf Septor? Ich sollte ihn zurück zu Sirok im Tempel von Talos im Bruma zurückbringen. Das war jetzt aber ein bisschen zu einfach, finde ich schon. Da muss doch noch irgendwas Hartes kommen. Naja, ist ja nur gut. Jetzt können wir uns mal von hinten betrachten. Na gut. Also ich bin nicht so der in der Third-Person-Ansicht spielt. Ich spiele dann lieber in der Ego-Sicht, da hat man viel mehr. Und das wird wehtun? Nee, doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das würde uns Schmerzen zufügen. Dass wir so hoch, so einen Sprung oder so tief gesprungen sind. So, ein Bettler. Eine Münze für einen alten Bettler. So wirklich sieht er aber gar nicht wie ein Bettler aus. Obwohl, naja. Ein bisschen. Da ist er ja. Habt ihr ihn gefunden?
Habt ihr den Stein der heiligen Alessia zurückgebracht? Ja, mit Gottes Hilfe. Nein, Stein von St. Alessia. Ah, ihr habt ihn gefunden. Ich kann euch gar nicht genug danken. Eure Arbeit wird sehr hoch angesehen. Hier, nehmt das. Ich wünschte, ich könnte euch mehr geben. Was haben wir gekriegt? Seid gesegnet! Drei Statre Dele. Ja, alles mit Abkürzungen. Punkt, Komma, Strich geschrieben. Das war in Anvil. Dann gehen wir mal zurück und vielleicht kriegen wir jetzt wieder einen Rang dazu. Hallo. Ich weiß gar nicht, Verteidiger, was waren wir davor? Wächter oder so? Naja. Wächter und Verteidiger sind ja so in etwa das gleiche, so grob. Noch so ein paar Unterschiede, aber. Ich meine, der Wächter bewacht was und der Verteidiger verteidigt was, ne? Ergibt Sinn. Und beide können ja das gleiche wachen oder verteidigen. Hier im Zimmer ist immer Tag. Da scheint immer Licht durch. Egal ob mittags, abends oder morgens. Aber ich will nochmal kurz pausieren, bis er da ist. Wir setzen uns hier hin und pausieren kurz. Oh, jetzt hab ich die... Und weiter geht's. Nein, das wollte ich gar nicht. Na gut, ist nichts Besonderes drin. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Ach, es ist 11 Uhr PM, es ist jetzt erst abends. Ach so. Reicht das? Ich hoffe, das reicht. Nee, es reicht. Es reicht. Welche Neuigkeiten gibt es über den Stein der heiligen Alessia? Habt ihr ihn Ciroc schon zurückgebracht? Auftrag? Gute Arbeit. Ihr habt gute Arbeit für mich geleistet. Ich würde euch gerne noch mehr anbieten. Momentan ist alles ein wenig knapp, wie ihr sicher wisst. Hier ist eure Bezahlung. Wie viel kriegen wir dafür? Auftrag? Ich habe nichts mehr für euch. Ich glaube, Burz hat noch eine einzige Aufgabe, aber das ist alles. Ich wünsche euch viel Glück. Kämpfergilde? Burz Krokasch in Chardinal kann euch sicher Aufträge erteilen. Na gut, dann ist ja alles gesagt. Seht euch vor. Jump, nein. Hallo. Hallo. Ja, eigentlich ganz groß hier in Anvil. Hallo. Sieh sich einer diese Muskeln an. Willst du sie sehen? Nein, das haben wir schon gemacht. Jetzt nach Chardinal. Ach ja. Ja, wir waren heute auch schon wieder nicht in Chardinal. Das ist jetzt wieder das erste Mal für diese Aufnahme. Und ich spring jedes Mal über die Mauer, fällt mir gerade auf. Ist doch der ein kürzeste Weg. Was kann ich heute für euch tun, mein Freund? Ach, noch nie mit ihm geredet, aber nennt uns Freund. Bist du hier oder müssen wir warten? Da ist er doch. Ich nehme an, ihr wollt mehr Arbeit, denn es gibt ja nicht viel zu bereden. Nö, nö. Auftrag? Ich habe noch mehr für euch. Ist ziemlich wichtig. Ihr müsst mit Fürst Ruckdumpf sprechen. Fürst Ruckdumpf? Er ist ein Adliger der Orks. Ein guter Mann. Unsere Familien kennen sich schon eine Weile. Wie dem auch sei, seine Tochter wird vermisst. Geht zu seinem Anwesen und sprecht mit ihm. Findet seine Tochter und achtet auf eure Manieren. Ich möchte nicht, dass ihr mich blamiert. Natürlich, wir sind... Geht und helft Fürst Ruckdumpf und hört auf, die ganze Zeit so zu... Wir grinsen. Er wollte sagen, hört auf, die ganze Zeit so zu grinsen, aber wir grinsen nicht. Wir sind pottenduster ernst. Ist unser Pferd eigentlich noch bei uns? Das ist es. Fürst Ruckdumpf. Irgendwo hier. Hier ist ein sehr hübscher Name. Wie es zu einem Ork passt. Da hinten ist das Anwesen.
Wenn man das sehen kann, da. Doch, das sieht man bestimmt in der Aufnahme. Wenn nicht, dann müsst ihr Vollbild machen. In Vollbild seht ihr es auf jeden Fall. So. Ja. Eigentlich ein Haus, wie es in Chardinal einfach hätte stehen können. Mitten in der Landschaft reingeschmissen. So. Da oben ist der Herr Fürst Ruckdumpf. So, was hat er denn zu sagen? Ah, ich nehme an, ihr seid von der Kämpfergilde. Gute Vorstellung. Ich bin Fürst Ruckdumpf Groschurgak. Konversieren wir über Fürstin Rockbutt. Dann lasst uns mal eine gemütliche und zärtliche Konversation über Fürstin Rockbutt uns genehmigen. Ich befürchte, dass sie bei der Steinchensuche entfahren wurde. Einfach weg. Meine Vermummung ist, dass die Oger sie entnommen haben. Bitte sucht östlich meines großzügigen Anwesens. Sie sind bekannt dafür, dass sie diese Grundstücke heraussuchen. Ich bin sehr berührt und wirklich dankbar. Schreitet äußerst dringender Art. Es ist wirklich sehr dringend. Und ja, er mit seiner fürstlichen Sprache ist einfach, ja, jetzt bin ich aus dem Tüdel gekommen, in den Tüdel gekommen. Also ihr müsst mal manchmal auf den Text da und, ach, da sind sie ja schon, müsst mal auf den Text wirklich achten. Da steht, oder es sind drei Oger. Die schaffe ich doch niemals. Und jetzt weit um und verblutet. Jetzt ist Schluss. Okay, einfach wegrennen und dann mal ein bisschen draufhämmern. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Und Fürstin, da hilft uns auch. Lasst es uns zu Ende bringen. Aua, aua, aua. Drei Stück auf einmal, das ist ein... Okay, wir haben... Ja, hier ist ja noch übrig. Aber die drei Dinge haben uns doch ganz schön was abgezogen. Na gut, wo ist denn die Fürstin? Ich habe die Oger getötet, die Fürstin Rockbutt entführt haben. Ich sollte sie jetzt zurück zum Anwesen ihres Vaters eskortieren. Wenn sie denn anwesend ist, da ist sie doch. Freut mich, dass ihr diese Dinge erledigt habt. Ich hätte es ja selbst getan, aber offensichtlich gehört sich das für eine Dame nicht. Pa! Lasst uns zu meinem Vater zurückkehren. Gut. Ja, bei... Bitte! Nun macht schon. Bei den... Was sind das eigentlich? Orks? Nein, wir nennen... Doch, das ist ein Ork. Die hier, die Rasse. Meine ich, oder? Doch. Auf jeden Fall, bei Orks, ich schätze mal, sie ist sehr jung, eigentlich. Aber das erkennt man eigentlich nicht wirklich. Das kann man nur so ein bisschen an den Falten sehen. Der Vater hat ein paar mehr Falten. So, lasst uns gepflegt durch die Tür gehen. Ja, sie folgt uns geschwind. Wir haben ein angenehmes Tempo, wie wir in die Tür treten. Wo speist denn der Vater? Es freut einen sehr auf. Ihr habt meine beschwerte Tochter gefunden. Ich werde Bootsgrokasch von euren teuren Abenden berichten. Nehmt dies. Es ist ein Erbstück meiner Familie seit vielen Generatoren. Generationen, nicht Generatoren. Hinfort wir schon davon. Sehr bald, wahrhaft. Na, ganz lustig. Jetzt sind wir überlastet. Mensch. Und zwar um 3 Punkte. Naja, das ist noch zu verkraften. Schmeißen wir einfach oder nicht einfach. 2, haben wir irgendwas aus 4? Weg damit. So, jetzt können wir wieder laufen. Hier, habt ihr Minotaurenhorn. So, ab zur Kämpfergilde. Und wenn das der einzigste Auftrag ist, dann sollten wir
gleich wieder zu Owen, Owen und der Frau Dong Tong zurückkehren dürfen. Aber das weiß ich noch nicht genau. Dann werden wir auch gleich, schätze ich mal, einen Rang aufsteigen wieder. Wir wurden ja degradiert. So. Okay, wo ist er denn? Ist er hier oder ist er wieder weg? Saufen gehen oder was er auch immer tut. Schlafen. Ihr müsst Fürstin Rockboot finden. Warum steht ihr hier rum und sprecht mit mir? Weil wir es schon längst getan haben, Fürstin Rockboot. Ihr habt sie heil zurückgebracht. Gute Arbeit. Ich mochte dieses Mädchen schon immer. Ich sollte mal nach ihr sehen. Hier ist eure Bezahlung. Fortschritt. Mit euren guten Leistungen verdient ihr einen höheren Rang als den jetzigen. Ich mache euch wieder zum Wächter. Glückwunsch. Dankeschön. Auftrag. Ich habe noch etwas für euch, Freundchen. Ich denke, ihr könnt das erledigen. Ich brauche euch, um etwas über die Verschwundenen bei Harluns Wacht herauszufinden. Na gut. Auch hier. Jetzt geht es, mache ich ein Päuschen. Und zwar wisst ihr jetzt, was nächstes Mal passiert. Harlos Wacht. Bis zum nächsten Mal und ciao. Wir beobachten noch beim Schlafen. Schläft wie ein kleines süßes Baby. Und ja, gute Nacht. Gute Nacht ja jetzt. Ja. Danke fürs Zusehen und ciao.